Leute, ich bin Flasher, willkommen zu Let's Play League of Legends. Ich habe euch ja gesagt, ich habe noch ein Udyr-Spiel für euch, noch ein zweites. Ich habe ja eigentlich erst ein Udyr-Spiel, ein Video hochgeladen, aber jetzt hier das andere, von dem ich gesprochen habe. Trotzdem gucken wir uns wie immer die Teams an. Im Gegnerteam haben wir Sivir, Nautilus als Jungler, K6, Blitzcrank und Talon. Und in unserem Team Sona, Lux, Udyr natürlich, auch als Jungler, Caitlyn und Lee Sin. Das Coole ist in diesem Video, dadurch, dass ich ja schon ein Udyr-Video erst letztens gemacht habe, muss ich euch heute nicht ausführlich und im Detail nochmal alle Skills erklären, denn die kennen wir ja jetzt bereits alle, wir sind die bereits durchgegangen. Von daher können wir uns heute ein bisschen mehr auf das Spiel konzentrieren. Trotzdem nochmal ganz schnell zum wieder ins Gedächtnis rufen, kleiner Schnelldurchlauf mit den Skills. Passive macht halt, dass wir immer, wenn wir die Kampfhaltung ändern, Attack Speed Bonus kriegen. Die Tiger-Kampfhaltung macht, dass wir schneller attackieren und einen Dot auf den Gegner setzen. Die Schildkröte macht, dass wir uns selber ein Schild geben. Allerdings können wir dann, solange wir in Schildkröte sind, nicht mehr critten. Lifestealen allerdings mit jeder Attacke Lebenspunkte und Mana. Mit dem Bären laufen wir schneller und können Gegner stunnen. Und mit dem Phönix machen wir AOE-Schaden um uns rum. Ja, das war es auch eigentlich schon mit den Skills. Das heißt, die sind wir jetzt schon durch. Allerdings noch eine Sache, die hatte ich beim letzten Mal vergessen zu erwähnen. Und das ist nämlich eine ganz interessante Sache. Interessante Sache, will ich natürlich sagen. Mit dem Bären, mit der Bärkampfhaltung. Damit können wir ja Gegner stunnen. Und das Witzige ist, da habe ich schon viele Teemos mit in die Verzweiflung getrieben. Der Stun kommt selbst durch, wenn man geblindet ist. Das heißt, selbst wenn man einen Blendpfeil oder sonst irgendeinen Blind abbekommt, dann stunt man den Gegner trotzdem. Der Blind bewirkt nur, dass das dann keinen Schaden mehr macht. Wir machen dann zwar keinen Schaden mehr, aber stunnen tun wir den Gegner trotzdem noch. Das ist richtig cool. Gerade gegen Teemos und sowas. Da haben sich schon total viele gesagt: Wie konntest du mich stunnen? Ich habe dich doch geblindet. Ja, wie gesagt, nur der Schaden kommt dadurch nicht durch, aber der Stun trotzdem. Das ist ganz, eine ganz witzige Sache. Naja. Das war es auf jeden Fall zu den Skills. Ladebildschirm dauert mir wieder zu lange. Und wir sehen uns dann gleich wieder in-game. So Leute, da sind wir wieder. Ich weiß, einige von euch hatten mir gesagt, wenn man im Ladebildschirm bereits 4 drückt, was die Taste für den Replayer ist, damit das Spiel schneller läuft, so wie ihr seht, dann geht das auch schon im Ladebildschirm und der Ladebildschirm geht schneller. Allerdings habe ich gemerkt, als ich das letztens gemacht habe, dass dann sogar schon das Spiel losgegangen war, als wir aus dem Ladebildschirm raus waren. Also, da ich euch natürlich von Anfang an alles zeigen will, kann ich das nicht machen. Vielleicht nur mal hin und wieder mal schnell 4 drücken, damit es schneller geht. Aber sonst geht das Spiel schon los, während man noch im Ladebildschirm ist. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, ein bisschen buggy. Aber ich kann ja die Aufnahme so abbrechen, dann ist das ja kein Problem. Dann müsst ihr euch die langen Ladebildschirme nicht antun. Und ich meine, ihr kennt mich ja, ich rede gerne viel. Und da sind die Ladebildschirme dann auch immer mal ganz gut, damit ich noch ein bisschen was zu Ende labern kann, sodass ich mich dann, wenn das Spiel losgeht, auch wirklich aufs Spiel konzentrieren kann. Naja, ihr seht's, ich werde wieder als Jungler spielen. Spiele ich Udyr eigentlich immer, geht auch top. Bin ich allerdings nicht so der Riesenfan von. Und ich spiele auch diesmal wieder den Phönix Udyr, weil mit dem Tiger kann ich mich einfach nicht anfreunden. Mir haben ein paar Leute letztes Mal in die Kommentare geschrieben, dass der Tiger auch verdammt geil ist, auch im Jungle. Allerdings bin ich mit dem wirklich gar nicht klargekommen. Gut, ich habe auch nur ein, zwei Spiele, habe ich den getestet, aber hat überhaupt nicht geklappt und hat mir nicht so wirklich gefallen. Von daher bleibe ich bei dem Phönix. Und ja, der ist einfach super fürs Jungle, finde ich. So, ich kriege hier wieder Hilfe von meinem Team, sehr gut. Damit gehen die Wölfe schnell noch eins vor 1,55, denn da spawnt ja dann der Blue Buff. Ihr seht, ich bin rechtzeitig da. Man kann es direkt weitergehen. Heiltränke sollte ich natürlich nicht vergessen. Und mein Team hat schön Schaden gemacht, sodass jetzt auch hier alles fertig ist ohne Probleme. Sehr gut. Direkt die Schildkröte genommen und weiter geht's zu den Hexen. Noch eine Sache zum letzten Video. Ich hatte ganz am Ende des letzten Videos gefragt, was ihr euch immer bei Burger King holt. Ich weiß, das hat nichts mit League of Legends zu tun. Aber ich wollte es trotzdem mal wissen. Und ich glaube, gewonnen hat der Extra Long Chili Cheese. Den habe ich selber noch nie gegessen. Ich kenne den Long Chicken. Und diesen Double Chili Cheeseburger oder wie der heißt. Den Extra Long Chili Cheese habe ich noch nie gegessen. Aber die meisten von euch scheinen den am liebsten zu essen. Und ja, das wollte ich euch einfach mal mitteilen. Naja,
Gut, für mich geht es wieder zurück zu den Wölfen. Ich weiß, es ist noch eine ganz alte, blöde Route von den Pros. Spielt die so gut wie keiner. Die meisten rennen dann von den Hexen direkt weiter zum Red Buff oder zu den Golems. Aber das gefällt mir alles nicht so und darum renne ich dann immer wieder zurück zu den Wölfen. Das ist halt so meine Route. Auch wenn die ein bisschen langsamer ist, finde ich die einfach sicherer und man geht nicht ganz so niedrig im Jungle, weil das finde ich immer richtig kacke, wenn man da schön am Jungeln ist. Man macht gerade einen Red Buff, ist aber fast tot und dann kommt der gegnerische Jungler, smitet einen eventuell noch den Red Buff weg und killt einen dann. Und das ist relativ sicher, auch wenn es wie gesagt langsamer ist. Naja. Auf Level 3 wieder den Phoenix genommen. Und jetzt geht's zum Red Buff, weil jetzt ist auch das Smite wieder da. Meistens ist es so, wenn man dann nach den Hexen direkt zum Red Buff geht. Oh, dann haben wir First Blood gemacht. Und dann ist der Smite noch nicht wieder ready. Viele machen das dann einfach ohne Smite. Das geht auch, man überlebt das meistens auch sogar. Allerdings geht man dann schon ziemlich low. Und ja, was natürlich eine gute Sache ist, ist, wenn einem die Botlane und die Mitte beim Blue Buff am Anfang so weit helfen, dass man den Blue sogar ohne Smite bekommt. Das geht auch. Kann man auch fragen, ey, ich würde gerne den Blue Buff ohne Smite haben. Macht ihr das? Und dann machen die so viel Schaden, dass man das hinkriegt. Und dann könnt ihr natürlich nach dem Blue Buff im Prinzip direkt zum Red Buff durchrennen, euch den holen, den mit Smite. Dann seid ihr direkt Level 3. Wenn ihr richtig schnell seid, sind die auf der Top-Lane dann sogar noch Level 1 oder fast Level 2. Und dann könnt ihr mit Level 3 und Doppelbuff dann da schon direkt ganken, was auch ziemlich geil ist. Aber das mache ich halt nur, wenn mein Team wirklich mal so viel Schaden macht, dass ich den Blue Buff ohne Smite bekomme. Ich frage da auch meistens nicht nach. Manche machen das von sich aus, dann nehme ich es natürlich. Aber sonst mache ich das so wie jetzt. Dann bin ich nämlich auch Level 4, dann kann ich das erste Mal zurückgehen. Habe dann auch fast genug Geld. Hier 700 braucht man ja für den Philostone. Ihr seht, das passt hier ziemlich gut. Habe meine drei wichtigsten Skills und dann kann es losgehen, ganken. Steht momentan 1:2 für uns. Lee Sin hat oben den Blitzcrank gekillt. Was hat denn der Blitzcrank da gemacht? Nee, das wird gar nicht. Nautilus ist ja deren Jungler. Ja, der Blitzcrank scheint Toplane zu sein. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Unten ist dann wahrscheinlich Sivir und Talon. Ist ja auch interessant. Oh, jetzt geht hier fast unser Lee Sin drauf. Ich muss da ganz schnell hin. Vielleicht kann er noch zu mir shielden. Mit dem Schild zu mir kommen. Da kommt jetzt aber der Nautilus. Der Lee Sin geht da noch rein. Nee, hat nur ein bisschen Schaden gemacht. Aber ich renne jetzt einfach hinter dem Nautilus her. Ich dürfte ihn da auch regelmäßig stunnen können. Hat mich jetzt auch geslowt. Aber mit meinem Phoenix sollte ich den jetzt eigentlich ohne Probleme töten. Sehr gut. Da hat der Lee Sin gut gebaitet. Ja, was heißt Bait? Das war ja unbeabsichtigt. Er ist einfach nur vom Nautilus weggelaufen und hatte Glück, dass der Nautilus ihn da so weit verfolgt hat. Und dann kam ich und durch die Kombination aus Bear und Red Buff konnte ich ihn dann die ganze Zeit crowd controllen, denn der Red Buff macht ja auch noch, dass ich mit jeder Attacke den Gegner slowe. Darum konnte er nicht so schnell weglaufen. Wir haben da oben den Kill gekriegt. Oh, jetzt ist aber der Blitzcrank wieder da und der Lee Sin legt sich mit dem Blitzcrank an. Wir sehen da leider nicht so viel. Lee Sin ist fast tot, hat noch 50, darum renne ich auch gerade wieder zurück, wie ihr seht. Der Lee Sin versucht da wegzukommen, hat dann noch den Blitzcrank geslowt, hat es allerdings nicht geschafft, da noch wegzukommen. Der Blitzcrank hat mit dem Auto-Tech ihn einfach getötet, aber ich werde jetzt hier auch einfach hingehen, kann ihn da jetzt auch stunnen und jetzt einfach immer drauf. Auch ich kann hier wieder die ganze Zeit da den Blitzcrank slowen, renne da gerade mit meinem Bären hinterher, flash mich dann noch hinterher, bevor er in Tower-Reichweite kommt, denn dann hätte mich der Tower wahrscheinlich zerschossen. Und so habe ich dann sogar noch den Blitzcrank hier oben gekillt. Sehr gut. Und wir sind 3:3 dabei. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich dem Lee Sin dann nicht seine Lane zu weit pushe, denn er wurde jetzt schon ziemlich oft oben angegriffen, war ziemlich viel Action auf der Top-Lane. Und es ist natürlich blöd, wenn es so weitergeht und er steht die ganze Zeit am gegnerischen Tower. Dann kann er natürlich locker ohne Ende gegankt werden. Und darum mache ich hier nur Last Hits. Bin natürlich auch froh über die kostenlosen Lebenspunkte. Und das Geld, was man hier bekommt. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man damit seinen Laner, der egal auf welcher Lane, ob Mitte, Bot oder Top, dass man die nicht so weit pusht, dass die dann im Prinzip nichts mehr machen können, wenn sie eh schon hinten liegen. Und bei unserer Lee Sin eigentlich nicht hinten liegen dürfte. Der ist schon Level 6 und der gegnerische Blitzkrieg noch Level 5. Von daher geht das noch. Naja, trotzdem sollte man aufpassen, wo man jetzt hier die Golems
Jungle weiter, dann sollte ich mich eventuell auch bald mal Richtung Botlane machen, denn die scheinen dann nicht ganz so gut klarzukommen. Ich bin aber auch gerade zu weit weg, um da jetzt hinzulaufen. Ich schreibe da auch in Chat, ich gehe noch eben shoppen und komme dann runter, weil die Gegner hier schon ziemlich aggressiv sind. Jetzt auch mit Nautilus Tower diven sie hier und der Nautilus hat da sogar noch einen Kill gekriegt und sie haben dann einen Double Kill gemacht. Also, naja, nicht einen Double Kill, aber sie haben unten beide unsere Leute ausgelöscht. Ist natürlich scheiße, genau dann, wenn ich ganken will, sterben die vorher. Jetzt kann ich den Gank natürlich vergessen, denn ich kann natürlich nicht alleine da ganken. Wobei die Siege fast kaputt ist. Ich habe mir direkt meine Schuhe fertig gekauft. Ist eigentlich klar, denn mit Udyr muss man halt schnell sein. Von daher hole ich das immer so schnell es geht. Jetzt renne ich einfach total dreist hinter der Siege her. Ich bin schneller als die. Mal gucken, vielleicht komme ich da sogar dran. Die hat momentan keinen Mana. Und jetzt einfach mit dem Phönix hinterher. Ja, und einfach dreist gekillt. Ihr seht das, das war voll gut, dass ich mir da die Schuhe gekauft hatte. Damit hättest du wahrscheinlich selber nicht gerechnet, dass ich einfach an der ganzen Wave vorbeilaufe und einfach dreist auf sie zulaufe. Und ja, hab dann sogar da noch den Kill gekriegt. Ziemlich cool. Hat mich selber gewundert, dass ich da noch so gut hinterhergekommen bin. Und vor allem, dass die Siege auch nicht ihr Spell Shield angemacht hat, als ich sie stunnen wollte oder sowas. Vielleicht hatte sie aber auch nicht genug Mana dafür. Die war ziemlich low, hat auch, als ich angerannt kam, direkt einen Mana-Trank genommen. In der Hoffnung wahrscheinlich, dass sie noch genug Mana kriegt für ein Spell Shield, hatte sie nicht mehr. Und ich habe jetzt hier unserer Lux den Buff gegeben. Sieht momentan nicht so gut aus für uns. Sie steht 4 zu 6 und ich habe 3 Kills davon. Eigentlich ist jede Lane schon mehrmals gestorben, jeder aus unserem Team schon zweimal gestorben, außer ich und die Lux in der Mitte. Wie sieht's denn farmtechnisch in der Mitte aus? K6 39, Lux 55, okay, zumindest farmt die Lux besser als der K6, der in der Mitte ist. Die haben ein ziemlich physisches Team, die Gegner, die haben keinen so richtigen AP-Carry. Kann man sich vielleicht mal überlegen, dann wirklich volle Kanne auf Armor zu gehen. Gut, ich habe mir jetzt hier die Mercury Crest geholt, aber das liegt eigentlich nur an der Zähigkeit, Tenacity, dass das hier Crowd-Control-Effekte verringert. Und ein bisschen Magieschaden kriegt man ja immer ab, von daher ist ein bisschen Magieresistenz nicht schlecht, aber jetzt sollte ich schon mich ein bisschen mehr auf Armor konzentrieren. Oh, hier in der Mitte kam wieder ein Gank vom Nautilus auf die Lux. Die Lux kommt dann noch weg. Hat nur noch 70, nee, nur noch 33. Wow, die hatte nicht mehr viel. Ist aber noch gerade so weggekommen. Ich habe mir jetzt den Red Buff geholt und werde jetzt mal wieder Richtung Toplane gehen. Denn der Lee Sin ist da gerade gegen den Blitzschrank gestorben. Finde ich selber ein bisschen komisch. Als ich unten auf der Botlane war, hat der Blitzschrank wirklich ohne Hilfe vom Nautilus da den Lee Sin gekillt. Wahrscheinlich hat er den in den Tower gegrabt. Der Blitzcrank scheint hier Wards zu haben, denn er ist direkt weggelaufen, als ich ankam. Ja, da kann ich jetzt nichts machen. Der Lee Sin geht da aggressiv. Und jetzt, jetzt kommt auch noch der Nautilus. Ich mache da auch mal ein bisschen aggressiv. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar... Na, okay, shit. Da rennt der Nautilus einfach in seinen Tower. Mist, wäre der Lee Sin direkt von Anfang an auf ihn zugelaufen, hat es vielleicht auch ein bisschen spät gesehen, dann hätten wir ihn vielleicht sogar gekillt. Aber egal, ich gehe hier mal zurück. Ich habe schon wieder ein bisschen Geld, 1400. Und mache jetzt mit meinem Itembild weiter. Itembild hier übrigens das gleiche wie auch in dem anderen Video von Udyr. Von daher muss ich da auch nichts groß zu sagen. Eigentlich standardmäßig. Oben der Lee Sin ist wieder aggressiv. Und unten sind wieder zwei Leute von uns gestorben. Die Siege kommt wieder gerade so weg. Und der Talon hat auch nicht mehr so viel. Aber da kann die Lux nichts mehr machen. Hat auch ihre Ulti nicht mehr, sonst hätte sie da vielleicht die Sivir wegsnipern können. Sie bleibt aber hier und die Gegner trauen sich nicht so richtig, wobei sie jetzt halt Heiltränke schlucken die ganze Zeit. Und ich da wieder ein bisschen aufladen. Die Lux muss da jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie nicht vom Talon angesprungen wird, aber ich komme jetzt einfach von hinten. Mal gucken, ich habe da jetzt auch extra die Sivir gepinkt und jetzt komme ich da einfach mal auf die zu. Die Sivir hat wieder wenig Mana, die kann da wahrscheinlich nicht viel machen. Die versucht mir dann noch auszuweichen, aber sehr gute Attacke da auch von der Lux, da direkt den Lightbinding auf die Siebe gekriegt, sodass er nicht wegrennen konnte. Und dann musste ich jetzt wieder flashen, einfach damit mein Red Buff da die ganze Zeit den Talon slowen kann. Und dann haben wir hier unten wieder 2 Kills geholt. Das heißt, wir haben unsere Lane zumindest gerecht. Trotzdem müssen wir da ein bisschen aufpassen. Die Sona ist noch Level 5, die Caitlyn erst Level 6. Das ist relativ wenig. Normalerweise sollten Botlane und Jungler immer so vom Level her gleich auf sein. Ich bin Level 9. Hier, die Mitte hier ist aber auch erst Level 9. Mal gucken, vielleicht kann ich jetzt hier was gegen den K6 machen. Der rennt da aber einfach weg. Da komme ich auch nicht dran. Bin dann nicht schnell genug. Der rennt auch mal eben mit 413 Movement Speed. Ich habe
auch nicht so viel mehr. Das verarscht er mich da ein bisschen. Hat ihn zwar geslowt und der macht sack viel Schaden. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt rennt er allerdings weg. Jetzt kommt allerdings auch noch der Lautius. Das ist natürlich blöd. Ich hätte ihn vielleicht killen können. Da springt der K6 über den übers Lightbinding von der Lux drüber und die Lux schafft es übers Ulti, meine ich, übers finale Funkeln von der Lux drüber gesprungen und sie schafft es nicht dahin zu lightbinden. Ich hätte auf jeden Fall den Kampf gegen den K6 gewonnen, wenn da nicht der Nautilus gekommen wäre. Das war jetzt natürlich schade. Aber das hat er vielleicht auch gewusst und ist deswegen nicht weggerannt. Und sonst hätte er einfach von mir noch weiter wegrennen können und dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht gekriegt. Der wusste, dass da der Nautilus kommt. Aber wenigstens bin ich auch nicht gestorben. Das ist ja schon mal gut. Und jetzt geht's wieder zurück. Mein Red Buff ist leider ausgelaufen. Wie sieht's oben aus beim Lee Sin? Der kämpft dagegen den Blitz. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Kämpft er gegen den Blitzcrank Lee Sin. Ja, ist noch fast voll. Blitzcrank allerdings auch. Ja, die sind sich dann ziemlich ebenbürtig. Hätte ich nicht gedacht, dass der Blitzcrank da so gut gegen den Lee Sin klarkommt. Aber scheint so. Ich habe jetzt hier mein Wits End, eins meiner beiden Offensiv-Items, fertig. Damit sollte es jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser klappen. Vielleicht kriege ich dann auch demnächst mal den K6 kaputt. Wäre auf jeden Fall top. Da ist er wieder. Und der Talon hat da auch wieder die Caitlyn. Ich müsste da eigentlich echt öfter gehen. Allerdings ist jetzt gerade in der Mitte-Action. Die kämpft gerade die Lux gegen den K6. Der hat sich da unsichtbar gemacht. Ich versuche noch... Na, immer kurz bevor ich ihn hauen will, macht er sich unsichtbar, sodass ich ihn da nicht stunnen kann. Jetzt bin ich hier aggressiv auf den Nautilus. Ich komme da einfach nicht an den verdammten K6 ran. Jetzt kommt auch noch der Taler und das ist natürlich schlecht. Jetzt bin ich jetzt stehe ich da zwischen drei Gegnern. Da werde ich, ja gut, zum Glück kam da der Lightbinding gut von der Lux. Ist auch schön in den Tower gerannt und wir haben dann zusammen mit der Lux da unten im Ignite da sogar noch den Kill am Talon gekriegt. Keine Ahnung, was der auf einmal in der Mitte machte, aber es hat gut geklappt. Erst dachte ich, oh scheiße, jetzt gehen wir drauf. Aber es hat doch noch ganz gut geklappt. Der ist da echt blöd in den Tower gerannt. Oh, da war Glück, dass ich mich nicht vom Nautilus habe treffen lassen, denn sonst wäre es bestimmt mein Ende gewesen. Und das ist nochmal alles einigermaßen gut gegangen und der Lee Sin hat oben sogar jetzt den Blitzcrank gekillt. Es war auch fast drauf gekommen, wir sehen es oben links an den Lebenspunkten, aber es hat geklappt. Naja, gut, ich muss aber auch sagen, die haben unten eine verdammt schwere Lane. Also ich meine, das sind Caitlyn und Sona, die sind beide ultra squishy, ist klar, AD-Carry und Supporter und müssen dann auch noch gegen den Talon und eine Sivir, beide extrem offensive Leute, gerade Talon ist ziemlich stark da, die Leute einfach anspringen kann und dann auch noch silenced, ist natürlich verdammt kacke für die da unten. Die haben keinen richtigen Supporter. Und es scheint momentan auch noch so zu klappen, wie die sich das vorstellen. Naja. Da ist auf jeden Fall wieder der K6. Na, ich bin fast kaputt, mit dem sollte ich mich vielleicht nicht anlegen, wenn ich fast im Arsch bin. Obwohl er absolut keinen Mana mehr hat, was natürlich gut ist, aber er rennt da gerade auch wieder zurück. Scheint mich da auch zu sehen, denn der Nautilus hat hier direkt seinen Ulti auf mich gezündet. Versucht jetzt noch wegzukommen. Hätte er immer zurückgezogen, aber das sollte ich eigentlich schaffen, denn der K6 kann da nicht viel machen ohne Mana. Der konnte nur Auto-Attacks machen. Jetzt hat er noch einen Coup auf die Lux gemacht. Zum Glück kamen da gerade die Lux. Die scheinen da wirklich ein Ward im Gebüsch zu haben. Das hätte mich der Nautilus nicht ultien können. Ist nochmal gut gegangen. Da hatte ich wirklich Glück, dass der K6 keinen Mana mehr hatte. Aber egal, ich baue mir jetzt meinen Phage weiter und dann geht's wieder irgendwo auf die Lanes. Das Problem ist, unten kann man so schlecht ganken, weil immer irgendwer von denen tot ist. Und wenn ich ganken will, dann würde ich auch gerne halt dieses 3:2, einfach, dass wir mehr Leute sind, das auch gerne ausspielen. Einfach, ja, und wenn immer einer von den tot ist, dann ist es auch wieder nur 2 gegen 2. Dann geht das nicht so gut. Ich gebe jetzt hier der Lux wieder den Blue Buff, hat sich da auch geholt und jetzt gucke ich mal. Unten der Talon ist gerade nicht da, der Nautilus ist oben gegangen. Doch, jetzt ist der Talon unten wieder da. Ich denke mal, die haben auch keine Wards. Doch, Sivir hat Wards gekauft, das heißt, da muss ich aufpassen, dann komme ich jetzt hier auch von hinten. Allerdings ziehen sich da die Gegner direkt zurück. Die scheinen ja auch schon irgendwie früher ein Ward zu haben. Jetzt kommt hier die Sivir, stellt jetzt gerade ein Ward auf. Mein Team reagiert leider gerade nicht. Doch, die Sona kommt da gerade. Ich versuche jetzt noch ein bisschen Schaden zu machen. Allerdings ist da mein Team wahrscheinlich nicht schnell genug. Ich musste mich da jetzt auch zurückziehen. Da kam der Ulti von der Sona leider volle Kanne daneben gegangen. Hat keinen getroffen.
Das wäre jetzt natürlich schade, dass genau in dem Moment, wo ich ganken will, die Gegner sich gerade zurückgehen, um Wards aufzustellen. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe ja keine Wards. Jetzt habe ich da den Talon gestunt. Jetzt möglichst viel Schaden da hinter ihn her, aber er rennt einfach weg. Ich bin jetzt auch exhausted. Da kommt die Ulti von der Kate, den hat allerdings nur die Sivir, die Sivir getroffen. Wobei der Tower unten von denen fast kaputt ist. Jetzt springt da der Talon auf die Sivir, auf die Caitlyn, der dürfte da auch noch drauf gehen, sonst flashe ich mich da einfach rein. Ja, sonst wäre er da nicht gestorben. Das Ignite ist gerade ausgelaufen, das heißt, er hätte überlebt und dann musste ich da jetzt halt mal den Double Kill holen. Ich wollte der Sivir, warum sage ich die ganze Zeit Sivir, der Caitlyn eigentlich den Kill lassen, da ich gesehen habe, dass der Talon Ignite drauf hatte. Allerdings habe ich dann gesehen, als das Ignite aus war, wäre er sonst weggekommen, bevor der seine Ulti zündet, wieder unsichtbar wird und wir den nicht killen, musste ich da halt reinflashen, um den dann schnell zu killen. Und gut, dass ich dann da auch noch die Sivir gekriegt habe, war halt einfach dann im Eifer des Gefechts. Naja. Lee Sin wird leider oben auch sehr oft von Nautilus gegankt. Ist er jetzt auch schon wieder gestorben, aber das Problem ist, als Jungler, man kann nun mal nicht überall sein. Man muss gucken, wo wird gerade Hilfe benötigt, und wenn gerade überall Hilfe benötigt wird, dann muss man sich einfach entscheiden. Gut, als Jungler ist man nun mal der Arsch. Man wird eigentlich immer angemeckert, wenn irgendwas schief läuft. Es ist immer der Jungler schuld, aber damit muss man einfach leben. Das muss man dann irgendwann einfach sich sagen, komm, scheiß drauf, wenn die das sagen. Das ist einfach so, das muss man sich dran gewöhnen, auch wenn es nicht stimmt. Als Jungler wird man einfach immer angemeckert. Und man kann nun mal nicht überall gleichzeitig sein. Ein Champion, der sich verdreifachen kann und in verschiedene Lanes laufen kann, gibt es noch nicht. Es gab doch mal bei Dota, glaube ich. Bei Dota gab es doch diesen... mal einen, der konnte sich in... diesen Panda, oder? Der Panda, der konnte sich in drei Viecher aufteilen. Und dann hatte der einen blauen, roten und einen grünen oder irgendwie sowas. Und dann konnten die unterschiedliche Sachen machen, diese drei Viecher. Ich weiß nicht genau, wie der hieß, aber ich glaube, das war dieser Panda mit dem Hut im alten originalen Doom. Doom. Quatsch. Doch nicht Doom. Ich meine natürlich Dota. Wenn es bei Doom Panda geben würde, wäre es auch witzig. Ja, ich versuche hier noch gerade so den Tower zu verteidigen in der Mitte, damit er nicht down geht. Und ich glaube, bei Dota 2 gibt es auch so einen. Ist das der Storm Spirit oder wie der heißt? Ich bin mir da nicht genau sicher. Ist auf jeden Fall auch so ein dicker. Guten Dude. Und unten ist leider wieder die Caitlyn draufgegangen. Das ist natürlich scheiße. Aber ich muss hier gerade mal die Mitte verteidigen. Wie gesagt, ihr seht schon, ich habe hier wirklich eine wirklich schwierige Zeit. Ich lege mich da jetzt einfach mal mit dem Kha'Zix an, denn ich weiß, ich habe 7:0. Ich mache da auch ziemlich gut Schaden. Das Problem ist, dass mich die Minions von denen die ganze Zeit hauen und der macht verdammt viel Schaden. Jetzt macht er sich unsichtbar. Das Problem ist, dass ich jetzt die ganze Zeit, immer wenn er sich unsichtbar macht, seine Passive abkriegen würde. Und dann hat er mich sogar noch ignited. Er hat mich gekillt. So eine Scheiße. Damit hätte ich nicht gerechnet. Obwohl er 0 Kills hatte und ich 7, hat er mich trotzdem zerlegt. Also ihr seht, mit Kha'Zix oder generell mit Assassinen sollte man sich nicht einfach so ohne weiteres anlegen. Und das Problem war, dass er halt wirklich gut seine Passive immer ausgelöst hat. Er hat sich immer unsichtbar gemacht, dadurch hat er wieder Unseen Threat bekommen, das heißt, seine nächste Attacke macht wieder Bonusschaden. Das hat er mehrmals gemacht und so mir richtig fette Sachen reingedrückt. Das noch ein Problem war, dadurch, dass keine Minions von mir waren, zählte ich natürlich als isoliert. Und ihr wisst, das Q von Kha'Zix macht Bonusschaden, wenn man isoliert ist. Und so hat er mich dann doch noch kaputt gemacht, obwohl ich eigentlich die besseren Items wahrscheinlich hatte, beziehungsweise einfach mehr gefeedet bin. Aber trotzdem kann man sich nicht so ohne weiteres mit einem Assassinen, vor allem nicht Kha'Zix, anlegen. Gerade wenn man nicht drauf achtet, ob man irgendwie, wie gesagt, isoliert ist oder er immer seine Passive auslöst. Jetzt ist er da reingegangen, vielleicht kriege ich da vielleicht noch einen Kill an dem Talon, der ist nämlich fast kaputt. Habe ich auch bekommen. Jetzt sind hier allerdings 4 Gegner, da werde ich nicht mehr rauskommen. Konnte zwar noch unsere Lux rächen, hab den Talon gekillt, aber da waren halt zu viele, da kamen sie alle von der Botlane an, angeschossen. Jetzt hier der Lee Sin auf den Kha'Zix, macht aber auch nicht genug Schaden. Und die Lux regt sich da auch schon auf, dass sie die ganze Zeit gegangbankt wird. Und es sieht momentan echt nicht gut aus. Es steht zwar 12:8 für die Gegner, was noch gar nicht so viel ist. Es sind nur 6 Kills, allerdings habe 8 von diesen 12 Kills ich. Und die anderen sind mit 1:4, 1:2, 0:5 und 2:5 dabei. Es sieht also wirklich nicht gut aus momentan für uns. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Ich gebe noch nicht auf. Auch wenn wir jetzt Tower-technisch einen Tower zurücklegen. Oben haben wir verloren, Mitte haben wir verloren. Allerdings haben die unten auch schon ihren Tower gemacht. Und unser Tower unten, ja, ist noch fast voll, sehr gut. Und ich habe jetzt hier auch mein zweites Item fertig und jetzt wird's tanky. Jetzt werde ich ein bisschen mehr auf Defensive gehen, habe mir jetzt hier auch ein Frozen Heart. Quatsch. Was erzähle ich heute für einen Mist, was ich heute schon alles, rausgehauen habe für einen Quatsch? Das gibt's doch gar nicht. Naja, vielleicht sollte ich nicht immer so viel
Bier trinken, bevor ich Let's Plays aufnehme. Vielleicht sollte ich aber auch einfach noch ein Bier trinken. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich glaube, es liegt daran, dass ich zu wenig Alkohol im Blut habe. Ich hab zu viel Blut in meinem Alkoholkreislauf. Daran liegt es, glaube ich. Naja, egal. Wir gehen jetzt mal nach oben. Da waren wir schon lange nicht mehr. Ich bin ja jetzt auch aggressiv. Zum Glück ist da der Blitz schon gestunt. Der Lee Sin merkt nicht, dass ich da zum Gang komme. Er macht da auch gerade nichts. Hat mich da zwar gesilenced, aber egal. Das kann mich nicht aufhalten, ihn zu stunnen. Da hat der Lee Sin leider seine Puder daneben gemacht. Ich will da diven. Allerdings hat der Lee Sin anscheinend keinen Bock drauf. Und, ja, der Gank hat leider nicht geklappt. Lee Sin entschuldigt sich da auch, dass er da nicht reagiert. Und der hat wahrscheinlich nicht gesehen, dass ich da komme, obwohl ich ihn gepickt habe. Jetzt kommt der K6. Der Lee Sin muss da aufpassen. Der merkt es nicht, dass da der K6 kommt. Und der Talon ist auch noch da. Zieht sich da vielleicht ein bisschen spät zurück. Ich gehe da... Da kann ich nichts machen. Das war jetzt natürlich tot. Da gab es nichts mehr zu machen. Darum, ich sagte auch, what the fuck, Lee Sin? Der scheint momentan nicht wirklich... Ja, konzentriert zu sein, nicht wirklich drauf zu achten. Er sagt auch, er war da total abgelenkt vom Witchfink und hat nicht gesehen, dass die Gegner da antanzen, obwohl die durch mehrere Wards gelaufen sind. Aber egal. Gut, passiert nun mal. Manchmal passt man halt nicht auf. Ist mir auch schon passiert. Und gerade bei meinen letzten Spielen, ey, ich kann euch sagen, Leute, ich habe in letzter Zeit nur verloren. Meine Match-History ist voll mit Verlieren. Ich glaube, also das ist wirklich schrecklich, ey. Also... Ich habe nichts geschissen gekriegt. Zum Teil lag es natürlich dran, dass mein Team ein bisschen blöd war. Zum Beispiel, dass so eine witzige Aktion passiert sind, wie hier in diesem Spiel mit dem Lee Sin und meinen anderen Teammates. Aber zum Teil habe ich auch einfach gespielt wie so ein Obdachloser. Also da habe ich wirklich eine totale Scheiße zusammengezockt. Egal, wir haben da jetzt gerade einen Kill gekriegt, jetzt hier hinter den K6 her. Der hat sich hier rüber geflasht, ich will da noch hinterher. Hoffentlich hat er keinen Lieb, aber er hat auch keinen Mana mehr. Eventuell kann ich jetzt einfach hier mit meinem Bären hinterher. Er springt jetzt wahrscheinlich rüber. Ja, da hat er noch genug Mana fürs Lieb gehabt. Allerdings kann jetzt, wenn mein Team jetzt einfach nach oben kommt, ich ping da auch wie so ein Berserker, damit die hier den K6 holen. Da ist er nämlich und vielleicht kann jetzt sogar die Caitlyn da den Kill am K6 kriegen. Mann, Leute, jetzt macht doch nicht so einen Scheiß. Jetzt holt euch den doch endlich. Ich bin da im Außen rumgelaufen, falls er doch noch entkommt. Allerdings kommt er jetzt von zwei Seiten. Da sollten sie eigentlich den Kill kriegen. Der K6 macht jetzt wohl noch Schaden. Ist jetzt aber auch exhausted und da kriegt er noch. Schade, die Sona den Kill an dem ist natürlich schade. Aber Hauptsache, der K6 ist tot und hat einen Shutdown jetzt bekommen. Wurde auch mal Zeit, dass der stirbt. Und wir haben jetzt wieder ein paar Kills, glaube ich, aufgeholt. Also ich glaube, das war jetzt gar nicht so schlecht. Von uns ist, glaube ich, nur eine gestorben, von dem zwei oder drei. Ich bin mir da aber auch nicht sicher. Trotzdem, nee, okay, es sind immer noch 6 Kills hinten. Also wie gerade auch. Hat sich nichts geändert, leider. Und jetzt habe ich mir auch wieder den Frosthammer geholt. Wie auch schon im letzten Spiel, da mir die Leute hier einfach viel zu oft wegrennen und wegkommen, musste ich jetzt hier den Frosthammer holen. Oder wie einige Leute in dem anderen Video so passend gesagt haben, der Frusthammer. Weil ich mir den aus Frust geholt habe, weil die Leute immer wegkommen. Und da ist der Hammer eigentlich echt gut. Ich habe gesagt, man kann das Fage natürlich auch in Trinity Force ausbauen, wo ich eigentlich ein riesen Fan von bin, weil ich das Trinity Force generell sehr cool finde. Ja, der Frosthammer ist natürlich auch nicht weg. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Oder von Spiel zu Spiel. Naja, apropos Trinity Force, ich weiß gar nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, aber was eine coole Sache ist, ihr könnt jetzt hier in dem Shop einfach Sachen eingeben, wenn ihr irgendwas sucht, zum Beispiel Everest Belt, gebt ihr einfach ein Everest, dann wird euch das ja angezeigt, so könnt ihr auch suchen und wenn ihr hier eingebt Tons of Damage, dann wird euch das Trinity Force angezeigt. Witzig, oder? Kleines Easter Egg, ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einem Video gesagt habe, irgendwie ist es mir so, als ob ich das schon mal erzählt habe, aber, ja. Oh, da ist der Taler noch weggekommen, hat sich darüber geflasht. Ist jetzt allerdings gestorben. Oh, da hat der Baron den Taler noch gekillt. Ich bin da ja hinter dem Taler her. Der hat sich dann unsichtbar gemacht und über die Wand geflasht. Ist dann in den Baron reingelaufen. Dadurch, dass er ja seine Ulti anhatte, seine Messer, die dann auf ihn zufliegen, hat er Schaden an dem Baron gemacht. Und der Baron hat ihn dann gekillt und ich habe den Kill gekriegt. Das war natürlich mehr Glück als Verstand für mich. Aber Hauptsache, der Taler ist tot. Darum sagt der Taler da jetzt auch OP-Baron. Na egal, ich geh jetzt hier einfach mal auf die Sieger. Jetzt hat es gepeilt, dass er genau im richtigen Moment da das Spellschild anmachen muss. Jetzt macht er mich hier so ein bisschen fertig. Das ist natürlich scheiße für mich. Die Caitlyn, nee, die Lux ist noch nicht da. Der kommt die Ulti von der Caitlyn. Und die Lux schafft es dann nicht, das Lightband durchzukriegen. Da kommen jetzt auch noch Gegner von ihm. Das war wahrscheinlich wieder für mein Team. Die werden jetzt wahrscheinlich draufgehen. Und das war im Prinzip
das nächste Beispiel, wo ich dachte, ich könnte mich mal eben in einem One-on-One mit einem Gegner anlegen und habe dann voll auf den Sack gekriegt. Und das seht ihr es auch, wenn man sonst wie gefeedet ist, das bringt nicht immer unbedingt was. Und die Siebe hat allerdings auch schon 6 Kills und vor allem hier, da seht ihr das, 187 Farm. Das heißt, die hat mal eben 100 Creep Kills mehr und darum hat mir auch mein 9:3 oder 9:2 Stats gerade gar nichts gebracht, dass ich sonst wie gefeedet bin, denn der AD Carry hat mich mal eben so im One-on-One weggeklatscht, weil er einfach so gefarmt ist und auch schon 6 Kills hatte. Damit hatte ich nicht gerechnet und somit ist das schon das zweite Mal, dass ich da wirklich mich selbst überschätzt oder die Gegner unterschätzt habe. Das ist das Problem, der mich hier auch gerade den Dragon geholt, kommen jetzt hier auch über die Botlane zu meinem Team. Die ziehen sich auch direkt zurück, haben es zum Glück diesmal gemerkt, dass die Gegner da kommen und ich werde jetzt hier erstmal den Farm auf der Toplane holen, denn wir haben es gerade gesehen, ich habe nicht genug gefarmt. Ich muss da ein bisschen aufholen und mein Team kann momentan nicht so richtig carryen, denn ich kann euch ja mal die Sets sagen, ich lasse es einfach mal unkommentiert. Ihr seht es, wie es momentan aussieht und die Gegner haben hier auf 8 Kills Vorsprung ausgebaut. Mein Team spielt jetzt hier gerade in der Mitte oder kämpft in der Mitte gegen die Gegner. Es sieht ziemlich schlecht aus, da hat der Talon mal eben so die Lux weggehauen, allerdings hat die Lux da auch noch den Talon gekriegt und jetzt steht da der Nautilus ziemlich im Tower, kriegt auch ziemlich viel Schaden. Der Dissin ist da ziemlich mutig auf die hinter der Zone her. Oh, jetzt hat er fast der K6 kaputt, kommt allerdings noch weg, konnte sich im letzten Moment noch unsichtbar machen und da kommen wir dann nicht mehr dran. Die Ulti von Caitlyn hat ihn leider nicht ganz getötet, aber wenigstens der Nautilus ist jetzt noch gestorben und die Zone ist auch noch weggekommen. Das war jetzt natürlich echt schade, dass der K6 da noch gerade so weggekommen ist, obwohl er fast kaputt war. Er hat 5:1, also der hat sich da ganz schön hochgefühlt, obwohl er am Anfang im Early Game keine Kills bekommen hat gegen die Lux. Oh, das war jetzt nicht ganz so schlau von der Caitlyn. Die hat sich da richtig schön leicht grabben lassen und wurde dann da von der Siebe auseinandergekommen. Ihr seht, guckt euch mal die Items an, was die schon alles hat. Black Cleaver, Bloodthirster und Siebe. Kein Wunder, dass die mich gerade im One-on-One zerlegt hat. Die ist einfach gefarmt wie die Sau und auch noch 2 Level über mir. So gerade jetzt aufpassen, dass die Sona, ja, ich wollte gerade sagen, Sona, lass dich gar nicht ziehen. Das ist wahrscheinlich der nächste Kill für die Gegner. Die flasht sich dann noch weg, hatte allerdings die Ignite drauf und der Blitzschrank hat da sogar noch den Kill gekriegt. Jetzt kommt die Lux, macht leider so gut wie gar keinen Schaden mit finales Funkeln. Sie legt sich da jetzt auch gerade mit der Siege an, kommt da wahrscheinlich nicht mehr weg. Ja, da kommt nämlich einfach der Wix rein. Da habe ich gerade gegen den Blitzschwert gekämpft. Der war ziemlich ausgeglichen gerade. Der hat mich auch wieder fast kaputt gemacht, aber ich war ja auch schon fast kaputt. Trotzdem konnte er mich dann nicht ganz killen, nur weil dann das gegnerische Team auch noch kam, bin ich dann sogar noch gestorben. So ein Kack, ey. Die Gegner nehmen uns hier ganz schön auseinander. Mittlerweile 12 Kills sind die in Führung. Das sieht echt nicht gut aus für uns. Aber egal, ich bin noch ganz gut dabei. Ich habe jetzt hier auch endlich meine Warden's Mail. Das heißt, ein bisschen Armor habe ich jetzt auch. Jetzt machen die Gegner nicht mehr ganz so viel Schaden. Das Problem ist, unsere Caitlyn hat noch nicht so viel. Vor allem hat sie nichts, was großartig Attack Speed gibt. Sie hat halt hauptsächlich Attack Damage Items. Attack Speed mäßig hängt sie da ein bisschen hinterher. Ist ein Problem kleines. Ich guck mal gerade, was die anderen so haben. Lux. Oh. hat gerade mal Athenas, Unholy Grail und Needlessly Large Rod. Ist auch noch nicht so wirklich viel. Rennt auch noch mit 222 AP rum, was nicht so übertrieben gut ist. Und der Talon hat da gerade viel Schaden an der Caitlyn gemacht. Die hat sich doch weggeflasht, was eigentlich unnötig war, da der Talon schon wieder auf dem Rückweg war. Der hätte die da eh nicht gekillt. Da war noch genug aus unserem Team, aber naja, sicher. Manchmal ist sicher einfach sicherer. Ich gucke jetzt mal, ob der Red Buff noch da ist. Vielleicht kann ich mir den da holen. Der ist noch da. Ich muss ja allerdings aufpassen. Ich sehe gerade die Gegner nicht. Es könnte jetzt natürlich sein, dass der auch zu unserem Red Buff kommt. Darum bleibe ich einfach mal im Gebüsch, denn ich traue mich nicht so richtig. Ich gucke einfach mal, was passiert. Ich gehe erst zum Red Buff, wenn ich die Gegner wieder auf der Map sehe. Da sind sie jetzt. Nämlich da sind sie. Ihr seht, die waren ganz in der Nähe. Hätte ich dann den Red Buff geholt, hätte mich vielleicht einer aus dem Gebüsch geholt. Die gehen jetzt sogar zu meinem Red Buff. Der Nautilus ist da in die Nähe gegangen. Ich muss jetzt aufpassen. Ja, er macht da auch den Red Buff. Ich bleibe einfach mal in der Nähe. Vielleicht kriege ich den gleich weggesmite. Jetzt hat er den leider in das Gebüsch gezogen. Das heißt, ich muss da eventuell gleich ins Gebüsch hinterherrennen. Die sehen mich da. Da muss ein Ward drin stehen. Der Nautilus hat den Red Buff hier noch in der Ecke gezogen. Macht jetzt nicht weiter. Da kommt der Red Buff zurück. Jetzt muss ich mir schnell holen, wenn dann. Zurück die Gegner. Ja, nur Nautilus und Blitzstream. Vor dem haben wir jetzt nicht so viel Angst. Da kam der Smite, hat zum Glück getroffen. Jetzt allerdings auf der K6. Da haben wir jetzt ein Problem. Und der K6 Ward davon. Vor mir ist den weggeschleudert, jetzt macht er sich wieder unsichtbar und rennt vor mir weg. Ihr habt gesehen, jetzt sieht es wieder fast so aus, als ob ich den fertig mache.
Der ist da vor mir weggerannt, hatte da also Schiss. Trotzdem muss ich jetzt aufpassen, dass ich mich nicht da von den Gegnern wegholen lasse. Da kommt der im Taler und springt mich da auch noch an. Konnte allerdings nicht so viel Schaden machen. Ich bin relativ tanky mittlerweile. Trotzdem ist Sona gerade wieder gestorben und die Gegner mit 13 Frags in Führung. Das ist natürlich blöd, wenn, selbst wenn die Gegner einzelne Kills holen, die dafür nicht wenigstens auch ein paar Kills bekommen. Natürlich scheiße, was der Lee Sin hat, auch noch nicht so übertrieben toll. Darum, ich bin eigentlich der Einzige momentan, der so ziemlich tanky ist. Das Problem ist, die Assassinen von denen, K6 und Talon, die haben ganz gut Kills. Gerade K6, also beide mit 5 Kills dabei. Gut, Talon hat so gut wie gar kein Farm. Was hatten wir für Items? Auch erst ein Bloodthirster und ein Brutalizer. Trotzdem schon nicht schlecht, ist auf jeden Fall in Ordnung und scheint auf jeden Fall zu reichen, um hier mein Team auseinanderzunehmen. Von denen, deren Nautilus auch ziemlich tanky momentan. Natürlich scheiße, ich kann da nicht alleine rein, vor allem nicht, wenn ich halt tot bin. Ich sollte eigentlich mal zurück, allerdings gehen die jetzt halt auf unseren Nexus. Quatsch, auf unseren Inhibitor, da kann ich. Ja, da hat sich wieder die Kate ziehen lassen, ist auch direkt gestorben, da wurde sie total schnell weggebürzt in der Talon. Kommt jetzt rein, der dürfte wenigstens noch raufgehen. Da hat unsere Kate da den Kill noch gekriegt, also es war das gar nicht die Kate, die gestorben ist, sondern die Lux. Aber egal, ich habe da jetzt noch möglichst viel getränkt, einfach dass mein Team da Schaden machen kann. Die Kate hat es dann da sogar auch geschafft, einen Double Kill zu machen. Da musste ich mich opfern und da ist dann noch gerade so von dem. Wer war denn das? Der Blitzkrieg ist, glaube ich, noch gerade so weggekommen. Die Gegner haben auch einen Double Kill gemacht, leider, und Caitlyn aber auch. Ich musste die da da seht ihr das, der Blitzkrieg ist, wäre fast noch drauf gegangen. So ein Mist. Aber ihr seht, ich konnte da relativ lange tanken. Die Gegner machen an mir nicht so viel Schaden. Allerdings, das Problem ist, dass die Gegner zu lange leben und einfach dann halt über Zeit Schaden an mir machen, also über eine längere Zeit, weil mein Team die nicht schnell genug kaputt kriegt. Das ist das Problem. Ja, da sieht man jetzt spielt das so richtig ins Late Game rein, dass die am Anfang ihre Lanes verloren haben. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Die Sivir auch mit 12 Kills dabei. Das ist nicht gut. Ich zwar auch mit 9-5, aber ihr könnt euch bestimmt noch dran erinnern, wie ich angefangen habe mit 7-0 oder sowas und jetzt mit 9-5 dabei. Trotzdem noch in Ordnung und ich habe eigentlich ganz gute Items. Also ich bin noch ganz gut dabei. Vielleicht kriege ich das irgendwie lange genug getankt und so, dass mein Team da noch ein paar Kills kriegt, sodass sie wenigstens wieder ein bisschen Anschluss kriegen. Momentan liegen wir 15 Frags zurück, aber 15 Frags sind eigentlich noch nichts. Ich habe auch schon mit 20 Frags oder so Rückstand dann doch noch gewonnen. Blöd ist natürlich, dass wir auch schon 2 Inhibitoren verloren haben und von denen noch fast alle Tower stehen. Die haben nur einen Tower auf der Botlane verloren. Das heißt, es sieht wirklich richtig schlecht aus für uns. Wahrscheinlich können die Gegner mit dem nächsten Teamfight, wenn wir den verlieren, beenden. Das heißt, ab jetzt heißt es für uns wirklich jeden Teamfight gewinnen. Denn sonst ist es aus, sonst machen die Gegner Schluss. Wir müssen jetzt wirklich hier ein bisschen aufpassen. Und nach Möglichkeit sollten sich nicht immer irgendwelche Leute total blöd vom Blitzcrank ziehen lassen. Das ist natürlich das Problem. So initiaten die Gegner meistens immer die Kämpfe, dass irgendeiner vom Blitzcrank rausgezogen wird und dann kommen natürlich die Assassinen reingesprungen und bursten den innerhalb von einer Nanosekunde weg. Das ist natürlich scheiße. Oh, jetzt hier, der hat sich der Nächste fangen lassen und ihr seht, wie schnell der Lee Sin kaputt geht. Hat er noch einen Knight drauf, konnte er zum Glück wegrennen. Allerdings, wenn die Gegner jetzt gleich wieder auf ihn zuspringen, da kam die Ulti von der Sona leider zu spät. Da kamen nämlich noch die Spikes vom K6 hinterhergeflogen haben, ich glaube, gefällt jetzt die Ulti auf die Kälte, jetzt gehen gerade alle auf die Kälte, weil sie wissen, dass die am meisten Schaden macht. Ja, das ist natürlich scheiße und jetzt ist da sogar noch unsere Kälte gestorben. Die Lux konnte mit einem Igniter den Kill am Talon kriegen, allerdings von den Gegnern noch 3 Leute gerade hier, der Blitzschirm kommt auch noch, das heißt, momentan ist es hier 3-4. Ich versuche da jetzt möglichst noch den K6 aufzuhalten, dass der unsere Lux da nicht kaputt macht, allerdings kommen jetzt auch gerade die ganzen anderen und alleine kann ich dann da auch nicht alles checken. Da werde ich rausgezogen und das war's da wieder. Bin ich dann wieder gestorben und ihr seht, da kriege ich richtig viel Schaden immer noch von der Siege. Der hat mir da auch mal 1000 Schaden gemacht. Ist der jetzt in unseren Spawn gelaufen? Allerdings stehen sie jetzt direkt vor unserem Nexus. Unsere Lux kann auch nichts machen. Schmeißt ihr Lightbinding an einem stehenden Blitzcrank vorbei. Und ja, das war's dann. Das GG. Die Gegner haben uns leider besiegt. Ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße. Ich bin, glaube ich, mit 9-6 aus dem Spiel raus. Ja, da seht ihr mal, wie es laufen kann. Selbst wenn man mit 7-0 anfängt, kann man noch 9-6 aus dem Spiel gehen. Naja, nicht so schlimm. Immer noch positives Stat. 9-6 ist noch ganz in Ordnung. Aber auch natürlich nicht toll. Vor allem nicht, wenn man dann trotzdem verliert. Das ist natürlich scheiße. Vielleicht hätte ich am Anfang ein bisschen öfter auf die Botlane gehen sollen. Allerdings haben die anderen halt auch wirklich Hilfe gebraucht, ist das Problem. Eigentlich haben alle Lanes ja nicht wirklich ihre Lane gewonnen. Die Lux kam ganz gut klar gegen K6, da war es ausgeglichen.
Aber der Lee Sin hat ziemlich verloren und die Botlane auch. Und wie gesagt, man kann nicht überall sein. Trotzdem hätte ich mich da vielleicht mehr auf die Botlane konzentrieren sollen. Das heißt, ein bisschen Schuld geht auf jeden Fall auch an mich, dass wir hier verloren haben. Ich will das nicht von mir weisen. Trotzdem, ihr habt es gesehen, da sind ein paar richtig witzige Sachen passiert, wie jetzt auch am Ende, wo die Lux mal eben ihr Lightbinding an einem sich nicht bewegenden Blitzcrank volle Kanne daneben schmeißt und noch ein paar andere Sachen, vor allem sich von Blitzcrank grabben lassen, sollte eigentlich in der Elo nicht mehr passieren. Aber manchmal hat man, wie gesagt, einfach ein schlechtes Spiel. Ich hatte letztens auch einen, wo ich irgendwie sowas wie 0 zu 10 hatte oder sowas. Das heißt, sowas passiert mir auch mal. Da habe ich, glaube ich, Tarek oder sowas gespielt. Bin ich auch mit 0 zu 10 oder so eine Scheiße aus dem Spiel rausgegangen. Passiert manchmal einfach. Manchmal hat man einen schlechten Tag oder ein schlechtes Spiel. Von daher ist es auch gar nicht so schlimm. Naja, ein Defeat mehr auf dem Konto ist nicht so schlimm. Dafür gewinnt man ja, kommt dann noch irgendwann wieder mal eine Winning Streak. Und man gewinnt mal. Und wie sagt man so schön, manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Das war diesmal der Fall. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Trotzdem denke ich, trotz des Defeats hat man gesehen, wie man Udyr ganz gut spielen kann. Und darum geht es ja hier auch eigentlich. Trotzdem war es ganz spannend, das Spiel. Von daher sage ich jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.